Herzlich willkommen zum nächsten Instagram Live, The Inner Game, 52 Wochen, 52 Stories. Heute sehr, sehr besonders, weil heute ist der 22.02. und wir haben 2.22 Uhr, haben uns was Besonderes ausgedacht. Unfassbar, dass dieses Mal schon das 8. Instagram Live ist, also die 8. Serie, die 8. Folge von The Inner Game, wo wir mit Fußballern, Fußballerinnen, Trainern, Beratern, was auch immer alles, alle Menschen, die im Fußballbereich aktiv sind, sprechen, um dir Dinge mitzugeben, die dich weiterbringen. Heute habe ich einen Athletiktrainer am Start und auch einen sehr, sehr guten Freund von mir, weil wir schon in der Vergangenheit, in den letzten Monaten und Jahren immer mal wieder Dinge zusammen gemacht haben. Deshalb freue ich mich sehr. Genau, die Frage ist gerade noch im Chat, was ist The Inner Game, das innere Spiel? All das, was hier oben abläuft, all das, was im Kopf abläuft, was im Fußball natürlich brutal wichtig ist. Weil im Fußball kommt es ja nicht nur darauf an, dass du ja fußballerisch gut bist und körperlich gut bist, sondern auch, dass du das dann abrufen kannst. Und dafür ist das innere Spiel wichtig. Das sind Themen wie Selbstvertrauen, Motivation und so weiter. Heute wird es ein Stück weit mehr auch auf den athletischen Bereich gehen, aber ich bin mir sicher, dass der liebe Dennis, den ich jetzt mal dazu hole, auch sehr, sehr viele wertvolle Impulse und Input zum Thema Mindset hat, weil Körper, Geist und Seele hat ja alles miteinander zu tun. Deshalb hole ich ihn mal gerade dazu. So. Einladung. Ich hoffe, es hat gepasst. Dann warten wir mal ab. Ja, Dennis ist, ich kann ja schon mal ein paar Worte sagen. Ah, jetzt ist er am Start schon. Sehr so, cool. Da bin ich. Sehr gut. Ich muss mich auch mal ausrichten hier. Genau. Das ist immer so ein bisschen komischer Schoben, wenn man das zu zweit macht, ne? Genau, ja. Sehr freut mich, dass du dabei bist. Diesmal kein Workout zusammen. Wie letztes Mal. Aber das war auch eine gute Sache, die Mindset-Workshops, die wir damals mal gemacht haben. Könnt ihr mal Spaß. Für die, die mal dabei waren, könnt ihr gerne mal in den Chat schreiben. Das war nämlich auch eine coole Sache. Dennis, ich habe gerade angefangen oder wollte gerade anfangen, ein bisschen was über dich zu sagen. Ich kann dir mal anfangen, du kannst ja dann ergänzen, was ich vergessen habe. Du bist ja 30 Jahre, bist auch vor ein bisschen mehr als über einem halben Jahr jetzt Papa geworden. Auch mit der kleinen Tochter, genauso wie bei mir. Also genau. Da sehr, sehr ähnlich. Ja, haben uns da ja auch immer wieder ausgetauscht. Und kommst aus Oldenburg, hast auch beim VfL Oldenburg gespielt und viele Oberligaspiele auch gemacht. Auch Erfahrungen in Polen gesammelt. Ich glaube, da können wir gleich mal drüber sprechen. Und bist mittlerweile schon seit einigen Jahren jetzt im Athletiktrainingsbereich aktiv und betreust da Spieler in jeglichen Ligen, auch sehr hoch, Profis, da kannst du ja gleich mal berichten auch. Und ich glaube, dass da sehr, sehr viele Einblicke, gerade auch mit der neuen Methode, die du vor ein paar Monaten, glaube ich, rausgebracht hast. Genau, deshalb bin ich einfach gespannt auch auf den Talk hier. Herzlich willkommen. Danke dir. Schöne Einleitung. Habe ich was vergessen, oder? War eigentlich alles dabei, was auch stimmt. Sehr gut. Das ist schon mal wichtig. Ja, sehr, sehr cool. Genau, ich habe ja eben schon ein bisschen gesagt, dass du ja auch dann kommst du ja aus dem Fußball. Ich finde, das ist immer eine sehr, sehr gute Sache, wenn man in dem Bereich aktiv ist, auch so seine eigene Story zu haben, seine eigenen Erfahrungen zu sammeln. Was hat so der Fußball, was für eine Rolle hat er gespielt so in deiner Jugend, in deiner Kindheit? Ja, ich denke mal, so wie bei jedem jungen Fußballer, der Bock hat, irgendwie auch hoch zu spielen, auch Profi zu werden. Das heißt, dass ich da wirklich schon ich bin mit 4 Jahren angefangen mit dem Fußball im Verein. Hab dann meine komplette Jugend in einem Verein verbracht, aber nebenbei sehr, sehr viel noch gekickt auf der Straße. Also so ein, ich will jetzt nicht sagen, dass ich so ein Straßenfußballer war, aber ich war auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr viel draußen und das geil. Vermisst man irgendwie heutzutage, wenn man so auf die Plätze schaut. Also ist leider nicht mehr so extrem viel, aber da haben wir täglich eigentlich schon so 2 bis 3 Stunden zusätzlich zum Training noch auf dem Platz verbracht und das Ziel war halt immer, Profifußballer zu werden, hat man natürlich auch mal sehr, sehr viel dafür getan, investiert. Also ich sage jetzt nur rein fußballerisch, weil von den Bereichen Ernährung, Mindset und so weiter, da hatte man natürlich auch damals nicht so die große Ahnung und auch vom Training natürlich auch nicht wirklich. Man hat einfach gezockt, gekickt, was Spaß gemacht hat und das ist immer geblieben. Sehr, sehr geil, auf jeden Fall.
Ja, ich kann mich auch noch an die Zeit erinnern, damals so am Bolzplatz, jede Hausaufgaben gemacht und dann direkt raus. Ich glaube, das hat sich heute auch ein bisschen verändert, wenn man so die jüngere Generation sieht. Aber ja, auf jeden Fall total spannend. Und du hast ja dann auch relativ früh, sage ich mal, einen Schritt gemacht, den vielleicht nicht viele wagen, so mit 19 warst du, glaube ich, damals dann ins Ausland zu gehen, nach Polen, Genau. oder? Nimm uns da mal mit, wie war das, wie kam es dazu? Ja, also ich hatte immer so den Traum gehabt, in Polen zu spielen. Das Weil kommt du dann, polnische Wurzeln hast, oder? genau, weil meine Mutter Polin ist und ich hatte dann auch 2 Jahre vorher mal in einer Zweitligamannschaft mittrainiert, als ich dort zu den Sommerferien in Polen gewesen bin. War unser jährlicher Urlaub quasi immer, 3 Wochen Polen. Und da habe ich dann mal mittrainiert. Und ich, ja, vom Niveau her würde ich sagen, war das ganz ansprechend, aber ich konnte halt eigentlich auch gut mithalten. Und dann hatte ich auch so, also ich hatte natürlich auch schon früher das Ziel, Profifußballer zu werden, aber das war dann irgendwie so, finde ich, für mich irgendwie so der, ich sag mal so der leichteste Schritt, das dann auch zu schaffen. Und ja, ich habe wirklich dann auch viel investiert in den Fußball, also viel trainiert, dann auch ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, professionalisiert das ganze Training, aber ich habe dann, ja, ich bin dann rausgegangen, habe dann, wenn die Freunde natürlich keine Zeit hatten, habe ich dann gegen die Wand gebolzt und da dann irgendwie an meinem ersten Kontakt gearbeitet. Und ja, so ist das dann, hat sich das dann entwickelt, dass ich dann auch ja, den Profivertrag dann auch unterschrieben habe, den allerersten. Und das war natürlich auch so für mich vom Kopf her so ein Zeichen. Okay. War dann doch nicht alles so schlecht, was ich gemacht habe, aber so im Laufe der Zeit merkt man, dass dort auf jeden Fall noch mehr dran gewesen wäre. Ja, ich glaube auch, ich gucke gerade mal, ich sehe unten, ist eine Frage. Okay, doch nicht, war nur so ein Kommentar. Aber auf jeden Fall finde ich den Punkt auch spannend. Rückblickend sieht man ja sehr, sehr oft, okay, das hätte ich noch anders machen können, was ja auch okay ist. Ich glaube, deshalb ist es wichtig, dass wir heute so Dinge machen, die Dinge weitergeben, wo wir sagen, ey, das hätte ich früher mal gebraucht. Was ist vielleicht so ein Tipp, wo du sagst, oder in dem Bereich Athletik und in dem Bereich auch Mindset, so ein Tipp, den du gerne früher gewusst hättest oder früher bekommen hättest? Wie man im Schnelligkeitsbereich arbeitet. Also ich habe, Okay. sage ich mal so, und natürlich auch, wie man im Krafttraining arbeitet, eigentlich so alles eigentlich. Ne? Also es ist jetzt nicht nur ein Bereich, sondern das sind eigentlich alle Bereiche eigentlich schon. Ich habe damals in meiner ja, trainingsfreien Zeit von der Mannschaft aus, wie gesagt, habe ich dann gegen die Wand gebolzt oder ich bin halt laufen gegangen, was ich heutzutage nie, nicht mehr machen würde. Also das stumpfe 8, 9, 10 Kilometer laufen, das würde ich heutzutage auch auf gar keinen Fall mehr machen. Mache ich auch mit meiner Mannschaft nicht. Also das kommt auch in der Vorbereitung gar nicht vor. Und sonst im Mindset-Bereich, also wie gesagt, ich hatte immer so das Ziel, ja, Profi zu werden. Deshalb habe ich halt extrem viel trainiert. Aber als ich es dann geschafft habe, habe ich dann, ich glaube, mein erster Satz war auch direkt, jetzt bin ich in der Blase drin. Und ich glaube, das war so der größte Fehler, weil ich habe es dann einfach ja, laufen lassen. Ich habe nicht mehr wirklich viel investiert. Ich habe neben dem Mannschaftstraining individuell eigentlich gar nicht mehr trainiert. Und ich glaube, das war dann auch so der größte Fehler, dass ich gedacht habe, ja, jetzt bin ich drin, jetzt kann mir sowieso nichts passieren, jetzt bin ich abgesichert. Und ja, das war dann irgendwie schon so ein Fehler, dass ich da nicht mehr irgendwie nicht mehr gemacht habe. Ja, rückblickend auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp. Und für alle, die jetzt gerade dabei sind, sag ich mal, vielleicht den Sprung gerade geschafft haben, auf jeden Fall. Ja, weiter Gas zu geben. Ja. Auf Sehr, jeden sehr Fall. wertvoll. Es werden sich wahrscheinlich jetzt viele fragen, weil, also zu dem Tipp im athletischen Bereich, wie nicht laufen so. Also, weil ganz ehrlich, selbst bei unseren Trainern teilweise, die ich in der Vergangenheit hatte, war das immer noch so, ja, Waldläufe und sowas. Was ist für dich so die Alternative zu Waldläufen? Was empfiehlst du da mit deiner Mannschaft oder mit Also dem ich sag, Abspieler, an dem du arbeitest? also ich sag mal jetzt, wenn man sowieso Mannschaftstraining ist, dann ist es einfach das Fußballspielen. Spielform kannst du machen, 3 gegen 4, 3 gegen 3, 4 gegen 4, 5 gegen 5. Ne, dann hast du auch den Wettkampf dabei.
und du bewegst dich dann halt auch fußballspezifisch, ne? Das kannst du halt auch hervorragend, finde ich, auch in der Vorbereitung machen. Natürlich kann man auch immer mal Intervallläufe einbauen. Die gibt es natürlich auch im Training. Aber es gibt jetzt kein stumpfes 8 Kilometer Laufen oder 9 Kilometer Laufen. Also das ist die Zeiten, die sind vorbei. Nicht fußballspezifisch, ja. Ja. Dann lass uns doch gerade mal so den Switch machen, auch zu der Methode, die du dann jetzt entwickelt hast, oder wo du mit den Sportlern und Sportlerinnen arbeitest. Ich habe es mir extra rausgeschrieben, bin ja gut vorbereitet. Wir können ja so Step by Step, also die Stark-Methode, wir können ja Step by Step so die Punkte einzeln durchgehen, weil ich glaube, das ist auch super spannend. Es beginnt ja, also die Stark-Methode, die für jeder Buchstabe steht ja für was, es beginnt ja bei Stärke. Genau. Was ist für dich Stärke? Ist natürlich dann einmal die mentale Stärke und die körperliche Stärke. Okay, sehr, sehr spannend. Also gehst du selbst im Athletiktraining auch darauf ein, okay, wie ist dein Mindset aufgestellt? Genau, also das ist halt ein kleiner Part, ist so der Start eigentlich aus der starken Methode. Da ist mir halt besonders wichtig, ich glaube, da kannst du mir auch gut zustimmen, das sind Gewohnheiten aufbauen. Ja. Absolut, Damit absolut, ja. fängt das Ganze an und das entwickelt sich dann natürlich alles auch. Ja, Coaching. ich glaube, so ganz viele würden das überhaupt nicht, also oft, wenn man dann auch so hört, so mentale Stärke, mentales Training, da denken auch viele so, brauche ich nicht so in etwa. Aber im Endeffekt, du hast jetzt gerade Thema Gewohnheiten. Man macht ja, also muss ja jeder machen, im Endeffekt, jeder baut Gewohnheiten auf und dass die halt hier oben starten, das unterschätzen, glaube ich, auch noch sehr, sehr viele. Deshalb finde ich es cool, dass du das auch so Dinge mit einbaust. Und dann das körperliche Training. Achso, der Training ist ja dann der zweite, das T. Das ist, Genau, das T, genau. Das T steht für Training. Und bei mir ist das immer so, ich bin aber auch selbst immer ehrgeizig genug gewesen. Also wenn ich zum Training gehe, dann will ich da auch immer 100% abrufen. Weil es bringt mir jetzt nichts, wenn ich zum Training gehe und wenn ich da irgendwie nur mit halber Power hingehe, dann kann ich auch zu Hause bleiben. Und darum, also Training, das Training ist halt auch T, steht für Training und das ist bei mir extrem wichtig. Und das soll immer zu 100% durchgeführt werden. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel auch im Trainingsplan irgendwas stehen habe, ich sag mal jetzt ein kleiner Teil Mobility, dann soll da auch wirklich 100% durchgeführt werden und nicht vernachlässigt werden, weil das Training baut halt darauf auch auf. Und wenn Punkte vernachlässigt werden, dann ist das halt auch fürs Training nicht wirklich, ja, wirklich positiv. Natürlich, Absolut. Verletzungsgefahr steigt natürlich auch und so weiter. Es geht ja immer weiter. Ja, ich finde den Punkt auch sehr, sehr wertvoll, zu schauen, okay, es sind überall Kleinigkeiten im Endeffekt. Vielleicht, also ich glaube, es vielen Spielern, und ich glaube, bei mir war das damals auch so, ich habe diese Kleinigkeiten manchmal unterschätzt, so diese kleinen Entscheidungen. Also wie du sagst, das sind alles kleine Bausteine, ob das auch Ernährung ist und was alles dazu gehört noch, die dann dieses Bild von einem wirklich erfolgreichen Fußballer ausmachen. Ja. Und gerade wo heutzutage die Unterschiede immer enger werden, wenn hier jemand das Ziel hat, wirklich nach oben zu gehen, dann kommt es auch darauf an. Dann kommt es Richtig. genau auf die Dinge an, die du jetzt auch gerade gesagt hast. Also sehr, sehr geil. Ich war eben, glaube ich, eine Frage im Chat habe ich gesehen. Vor großen Spielen schlafen zu können, zeugt, glaube ich, auch für ein gutes Mindset. Fällt mir auf jeden Fall sehr schwer. Ja, absolut. Also wenn Tage vor dem Spiel schon die Aufregung so groß ist, dass man nicht zur Ruhe kommt, dass man ja, sich da selbst unter Druck setzt, da kann man auf jeden Fall auch dran arbeiten. Vielleicht ist es auch der nächste Buchstabe, es steht ja Ausgeglichenheit. Was meinst du damit? Genau, Ausgeglichenheit. Dazu gehören einfach die Punkte Mindset, Training und deine Lebensweise. Also das soll halt alles im Einklang sein. Wenn jetzt ein Bereich von diesen drei Bereichen zum Beispiel nicht mitmacht, dann ist eigentlich schon, ja, dann kannst du halt nicht deine 100% Leistung abrufen. Zur Lebensweise zählt natürlich auch die Ernährung, wie du dich einfach verhältst im Leben. Ob du auch ja, diszipliniert bist und so weiter und so fort. Das sind halt sehr, sehr, sehr viele kleine Punkte. Und wie gesagt, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn deine Ernährung nicht perfekt ist oder nicht zu, sag ich mal, 80% stimmt, dann kannst du halt auch nicht deine 100% Leistungsfähigkeit abrufen.
Und darum ist so der Punkt Ausgeglichenheit einfach auch extrem wichtig. Also die Dinge, die auch neben dem Platz passieren, Genau. also neben dem Training, was man jetzt sagen würde, okay, wenn ich jetzt am Platz stehe, das ist die eine Sache, aber die Dinge, die halt auch neben dem Platz kommen, auch vielleicht auch Schule, Studium, was man da noch so macht, das ist ja auch irgendwo ein Lifestyle. Natürlich. Ja, auch wieder, passt ja auch in den Punkt von eben rein, dass da sehr, sehr viele kleine Puzzleteile dazugehören. Richtig. Dann kommt das R für Regeneration. Richtig. Ist halt auch, wird oft vernachlässigt. Also ich habe es damals auch vernachlässigt. Wenn man wirklich vor dem Training noch 3 Stunden trainiert hat, dann ja, das Training halt noch hatte, da bleibt nicht wirklich viel Zeit zu regenerieren. Das war dann halt ja, zu meiner ersten Zeit in Polen schon besser, weil ich halt nicht wirklich viel zum Training gemacht habe. Ich glaube, du hängst gerade ein bisschen. Kann das sein? Ja, ich höre dich, ich höre dich. Achso, passt ja. Genau, und der Punkt Regeneration, das sind ja auch wieder viele Bereiche. Was kann man machen nach dem Spiel? Was kann man ja, am trainingsfreien Tag zum Beispiel machen? Wie kann man die Zeit nutzen, um dann wirklich auch optimal zu regenerieren? Weil wenn du auch nicht gut regeneriert bist, kannst du halt auch am Spieltag nicht deine 100% abrufen. Und das ist ja auch das Ziel, am Spieltag dann die 100% abzurufen. Dazu zählt natürlich auch der Schlaf, was auch ein großer und wichtiger Teil ist. Und darum, Regeneration ist einfach ja, schon Basis dann auch, ne, um dann auch wirklich voll leistungsfähig zu sein. Darum ist der Punkt auch als Einzelnes sehr groß geschrieben. Ja, ich habe immer mal auch mit Spielern gearbeitet oder arbeite mit Spielern, wo die halt dann auch wirklich so ehrgeizig und diszipliniert und alles sind. Also, und so einer war ich auch. Ich habe gedacht, ich muss immer und immer mehr machen. Immer und immer mehr. Mehr zum, also früher zum Training, nachher noch was machen, abends Stretching, Black Roll. Und auf der einen Seite hilft das natürlich. Also, ich glaube schon, dass es wichtig ist, mehr zu machen als der Durchschnitt. Also, einfach um die Zeit auch reinzustecken. Gleichzeitig sage ich auch, also, deshalb finde ich den Punkt sehr, sehr wichtig, dass es. Also wenn dir deine Ziele wichtig sind, sage ich immer, dann baust du auch Regeneration in dein Training ein. Also weil du eben in der Regeneration ja auch oft noch besser recoverst und es dir ja auch überhaupt nichts bringt. Und ich glaube, jeder Fußballer, der hier dabei ist, kennt das, wenn man irgendwie spürt, ach, man hat vielleicht ein kleines Ziehen irgendwo und denkt sich dann aber, ja, es heilt schon irgendwie und dann passiert was oder so. Ist mir auch zu oft passiert, weil man dann ja auch nicht raus sein will so. Aber wenn man dann im Rückblick drüber nachdenkt, ist es so, ey, hätte ich mir mal vielleicht ein paar Tage länger gegönnt oder eine Woche länger Pause gemacht und besser regeneriert, dann wäre ich im Endeffekt nicht so lange ausgefallen, wie wenn ich gedacht hätte, es geht schon irgendwie. Also da so diese Balance zu finden zwischen, klar, mehr investieren, mehr machen, mehr trainieren, aber auf der anderen Seite auch diese, ja, Erholungsphasen, Regeneration mit einzubauen. Oder willst du mir dazu stimmen? Da kann ich dir 100% zustimmen. Okay, top. Ja, Definitiv. und dann der letzte Punkt, und ich glaube, das ist ein sehr, sehr ausschlaggebender Punkt, der Punkt Konstanz. Genau, ist ja auch wahrscheinlich im Mindset-Bereich wirklich extrem wichtig, dass dann auch, ich sage immer, die guten Dinge, diese kontinuierlich dann auch umzusetzen. Also das zählt eigentlich auch. Und wenn du das dann auch umsetzt, die guten Dinge, dann wirst du, glaube ich, auch auf Dauer erfolgreich sein. Aber es bringt dir Absolut. jetzt irgendwie nur einmal, weil ich glaube, bestes Beispiel ist einfach zum Beispiel, wenn ich jetzt Fragen bekomme, kannst du mir einen Trainingsplan schreiben, ne? Kann ich dir so sagen, wie es ist? Man guckt sich den vielleicht einmal an, trainiert dann eine Woche draus und lässt es dann wieder komplett laufen. Also komplett sein, trainiert nicht wirklich mehr danach und dann bist du halt auch wieder raus aus dem Bereich. Oh, Diana schreibt gerade ich. Auch geil, ja. Obwohl, Diana, du hast doch den perfekten Trainer an deiner Seite nochmal. Ja, absolut. Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr entscheidender Punkt auch. Also
Gerade auch für diese Langfristigkeit sein, okay, ich meine, im Training ist es klar, niemand erwartet, wenn du einmal trainieren gehst, dass deine Muskeln direkt wachsen so. Und also Genau. immer und immer wieder die Sachen zu machen. Was ist so ein Tipp, wo du sagen würdest, der hilft einem dabei, konstanter zu sein? Ich glaube, das ist einfach so ja, irgendwie ein Zusammenspiel aus allem. Wenn du jetzt wirklich das Ziel dann auch hast und du merkst, dass es gut für dich ist, dann wirst du das auch durchziehen. Also diese Ziel vor Augen zu haben, zu wissen, okay, wo führt mich das jetzt hin, wenn ich Genau. tagtäglich diese kleinen Dinge tue? Genau. Ich glaube, das ist so eigentlich auch der Schlüssel dann dazu. Ja, würde ich auch auf jeden Fall zustimmen. Also diese Vision zu haben, okay, klar, man hat nicht immer Bock aufs Training. Ich glaube, das ist auch so. Also manchmal macht man auch Dinge, wo man sich nicht danach fühlt. Ich habe in Amerika irgendwann mal den Spruch gehört, Average player work when they feel like it. Great players work even if they don't feel like it. Also die besten, also manchmal geht es auch einfach darum, Dinge zu tun, obwohl man sich nicht gerade danach fühlt und es kommt dann so im Nachhinein. Also finde ich auch wichtig, so das Ziel zu haben, das halt zu tun. Es gibt für mich noch einen zweiten Punkt, der brutal hilfreich ist, einen Plan zu haben für genau die Momente. Also zu wissen, okay, was tut man, wenn ich mich nicht gerade danach fühle zu trainieren? Wie gehe ich dann damit um? Also wenn man dann schon weiß, okay, wenn das so ist, wie so eine Regel im Endeffekt. Hey, wenn Ja. das so ist, dann mache ich das. Wenn ich nicht trainieren will, dann mache ich es trotzdem irgendwie so, also dass man sich wirklich so ein Commitment selbst gibt. Okay, ich ziehe es durch, auch wenn ich mich nicht danach fühle. Weil Anderer Punkt. ich finde Gefühle, Gefühle sind ja auch so die Sprache des Körpers und Gedanken die Sprache des Geistes. Und wenn wir letztendlich, wenn manchmal sagt unser Körper vielleicht, ach nee, eigentlich habe ich keinen Bock zu trainieren, und dann überzeugst du dich trotzdem, sagst, ey, ich geh trainieren, und dann folgt das ja. Also nach einem Training denkt man sich dann ja, geil, dass ich es gemacht habe, so. Dann fühlt es Ja, sich ich wieder glaube, gut an. ja, das Gefühl hat man eigentlich immer nach jedem Training, ne? Dass man wirklich ein geiles Gefühl dann auch hat. Jetzt bin ich zufrieden, jetzt habe ich auch wirklich was getan. Ich habe, sag ich mal, 1 Stunde, 1,5 Stunden gut geschwitzt. Ist ja auch zum Beispiel so ein Zeichen mal, dass man denkt, okay, war doch gar nicht so schlecht, dass ich jetzt trainiert habe. Also das ist auf jeden Fall so, ja. Kann ich dir zustimmen. Ja, auf jeden Fall. Es ist dann wie so eine Spirale, die sich nach oben dreht. Also klar wird es am Anfang nicht immer einfach sein, so diese Gewohnheit am Anfang aufzubauen. Aber es ist wie bei einer Eisenbahn. Die muss erstmal anrollen, und wenn sie dann so im Rhythmus ist und losgerollt ist, dann hält sie das nächste Mal auf. Also wenn man so dieses Momentum aufgebaut hat und Erfolge sieht und dann, ja, ich glaube, dann ergibt sich das alles so mit der Zeit. Ja, Ja, sehr, sehr cool. das stimmt. Gibt es noch was, wo du sagen würdest, das hättest du, also wir haben jetzt eben ja schon mal drüber gesprochen, über diese Sachen, ja, okay, das hätte ich gerne früher gewusst. Was ist vielleicht jetzt eine Sache, die du den Spielern, mit denen du arbeitest, mitgibst, die allen so weiterhilft, sage ich jetzt mal, wo ihr oft wieder drauf zurückkommt? Ich würde einfach sagen, wirklich immer, immer dranbleiben. Ich denke mal, man hat viele Rückschläge auch im Fußball. Irgendwie, wenn der Trainer mal nicht auf einen steht oder das passiert ja auch allzu oft, gescheiterte Wechsel oder. Das sind ja viele, viele Punkte. Man spielt am Wochenende mal nicht, sitzt nur auf der Bank 90 Minuten oder ist nicht mal im Kader. Also da gibt es ja viele Beispiele. Aber da dran zu bleiben, dann auch im nächsten Training wieder Vollgas zu geben und dann nicht irgendwie sich zu sagen, ja, okay, jetzt ich wurde nicht eingesetzt, jetzt habe ich keine Lust mehr. Also nicht auf diese Tour zu reagieren, sondern dann wirklich dann auch nochmal zu zeigen, hey Coach, ich bin da. Du kannst auf mich bauen. Ich bin immer da, ich gebe Gas. Und ich will der Mannschaft helfen, so nach dem Motto, nicht einfach so, ja, so eine Ego-Tour, sag ich mal, zu ziehen, ne? Das war nie mein Problem. Also ich bin dann auch im nächsten Training, auch wenn ich mal nicht gespielt habe, kam jetzt nicht so häufig vor. Aber wenn es mal vorgekommen ist, dann
Ja, war es bei mir halt auch wirklich so, dass ich dann auch im nächsten Training wieder Vollgas geben wollte, um den Trainer dann halt auch zu zeigen, ja, bin da. Mega, mega wertvoll. Anstatt so dieses persönlich zu nehmen und abzuschalten und vielleicht noch andere Spieler zu kritisieren und alles. Genau. Ja, hat jeder von uns bestimmt auch schon erlebt, so Spieler. Vielleicht war man das auch mal selbst, aber da zu sagen, ey, ich zeig's einfach auf dem Platz, ich gebe Gas und letztendlich will der Trainer ja Spieler haben, mit denen der Spiele gewinnt. Und wenn man ihm über Einsatz, über Leidenschaft, über eine gute Einstellung zeigt, ey, ich bin, und natürlich über gut, wenn man dann fit ist und auch der Mannschaft wirklich weiterhilft, ja, dann hat man schon mal mehr Chance, auch dann wirklich zu spielen. Ja. Ja. Also wenn jetzt jemand sagt, okay, ich will mich auf jeden Fall im mentalen Bereich weiterentwickeln, wenn immer mal werde ich gefragt, so, ja, kannst du mir Tipps geben zu zu einem Training, zu Athletiktraining oder so? Ich kommentiere mittlerweile immer nur noch Ed Moy Athletics, also ich verlinke dich da immer nur noch drauf, weil also ich habe es ja auch gerade in Amerika, da wird ja brutal im athletischen Bereich gearbeitet. Also die 3 Jahre, da bin ich auch körperlich, habe ich mich auch noch mal so richtig weiterentwickelt. Aber ich bin ja trotzdem jetzt kein Athletiktrainer, deshalb leite ich die mal an dich weiter auf jeden Fall. Wenn jetzt jemand dabei ist, der sich gerade im Athletikbereich, im Fußball weiterentwickeln will, ich meine, das sind ja wahrscheinlich die meisten hier, dann unbedingt auch Dennis folgen. Vor allen Dingen, was ich halt total schätze, auch an deinem Account, du bringst echt so krass viele wertvolle Tipps, Videos zum Abspeichern auch und bist brutal konstant, was das geil ist, weil du machst es ja schon Jahre zum Beispiel, also Ja, das zahlt sich schon alles Jahre. aus. Ja. Deshalb, also unbedingt Dennis folgen. Gibt es jetzt noch was so ansteht, die nächsten Wochen, Monate, was du noch teilen willst? Ja, ich arbeite halt weiter an der starken Methode und will natürlich jedem Fußballer dann auch die Möglichkeit geben, der jetzt auch Unterstützung braucht. Bei mir sind halt so einige Punkte wichtig, dass du halt wirklich ambitioniert bist, ja, motiviert bist. Und das sind so die einzigen Punkte eigentlich, die du schon mitbringen solltest. Und ja. Sehr geil. Top. Punkt. Also auf jeden Fall können alle dich hier anschreiben, wenn sie da Unterstützung brauchen. Ich habe jetzt noch so 5 Sätze. Ich glaube, als wir damals mal eine Folge aufgenommen hatten für diese Interviewreihe, hatte ich die, glaube ich, auch. Aber vielleicht hat sich auch nochmal was geändert an den 5 Sätzen. Kannst ja gerne einfach beenden mit ein paar Worten. Ich starte einfach mal. Fußball ist. ja, ist ein Drecksgeschäft, aber trotzdem mein Leben. Ja, gerade im Profibereich ist manchmal schwierig, das stimmt, aber ja, gehört dazu auch. Mein schönstes Erlebnis im Fußball war. Da gibt es einige, aber ich würde sagen, ich weiß nicht, hast du die Antworten von damals auch schon aufgeschrieben oder nicht? Nee, die Nicht? habe ich nicht mehr, also kannst gerne Also, nochmal welche nehmen. ein Erlebnis ist mein erstes Spiel in Polen, also meiner zweiten Station. Mein erstes Spiel vor, ich glaube, 5000 Zuschauern war direkt ein Derby, wo ich dann vor der Halbzeit noch reingekommen bin, was wir 4-0 gewonnen haben und ja, Geil. natürlich ausgelassene Stimmung war überragend. Dann Mega. zweites Erlebnis habe ich noch. Das ist einmal ein schönster Moment, aber dann ein schöner Moment, aber auch gleichzeitig so ein boah, schwieriger Moment gewesen. Das war das DFB-Pokalspiel gegen Bremen. Vor 3 Jahren müsste das jetzt, nee, 2,5 Jahren müsste das jetzt gewesen sein. Ja, vor über 40.000 Zuschauern im Geil. Weserstadion, also natürlich auch die ganze Vorbereitung darauf. Und die schlimmste Sache war natürlich, dass ich nicht gespielt habe. Aber Okay, ja. das Erlebnis, das zu erleben, war natürlich auch, ja, Ja. schon. Auf Das jeden war Fall. Ja. Ich bin Fan von. Bayern. Ah ja, okay. Mentale Stärke bedeutet für mich. Bessere Performance auf dem Spielfeld. Sehr gut, ja. Fußball wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Schneller, athletischer. Ja.
Das auf jeden Fall. Deshalb ist es umso wichtiger, mit in dir dem zu Bereich arbeiten. Zu arbeiten. Genau. Ja, absolut. Nee, cool, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Kommt noch im Kommentar verrückt werden. Ja, Fußball wird auf jeden Fall verrückt werden. Ich hoffe aber auch immer mehr, also dass immer menschlicher wird, dass ja, wir da wieder zurückfinden. Deshalb ist wichtig, dass wir so Inhalte auch immer wieder teilen. Und vielen, vielen Dank für deine Perspektiven, deine Impulse. Wir bleiben da weiter in Kontakt. Auf jeden Fall. Werden bestimmt in Zukunft immer mal wieder was machen. Ansonsten für an jeden Einzelnen, ja, gewinnt euer inneres Spiel, genießt den Prozess und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank, Dennis. Bis bald. Perfekt. Danke dir. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.